Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Medieval Dynasty. Ich habe, wie ich es gesagt habe beim letzten Mal, habe ich erst einmal das ganze Fleisch verkocht und habe es dann ins Lebensmittellager rein. Da ging es mal einfach nur drum um die Skillung, dass wir da noch ein bisschen nach oben kommen, aber es geht natürlich sehr schleppend. Von daher bin ich dann auch schon wieder dankbar für den Tipp vom Smido, der gemeint hat, bei den Technologien und so weiter ist es besser, wenn man im Management die Leute ein bisschen zusammen in einen Raum stopft. Das heißt also zum Beispiel zwei Leute im Holzschuppen, oder hier in der Mine oder auch in der Herstellung. Wenn wir jetzt halt hier schauen beim Handwerk, dass man dann immer mehrere Leute in einer Werkstatt hat. Zum Beispiel, also wenn ich jetzt mehrere hätte, dann würde das sinnlos sein, wenn ich jeweils nur einen drin hätte, sondern ich brauche auf jeden Fall zwei drin. Von daher habe ich dann von dem Holzschuppen, der ja da oben ist, den Arbeiter rausgezogen, habe ihn in die Mine mit reingestopft. Das war der Lubert. So können die nämlich dann wesentlich effektiver auch jetzt noch Steine abbauen und dann eben auch die anderen Sachen abbauen. Da sind die dann einfach ein bisschen effektiver. Und der Vorteil ist, dass natürlich alles, was abgebaut wird, geht natürlich gleichzeitig auf die Skillung von jedem Arbeiter. Also ist quasi der doppelte Effekt. Zum einen bauen wir gleichzeitig mehr ab und wir haben auf jeden Fall eine höhere Skillung bei den Arbeitern. Genauso habe ich das jetzt gemacht bei dem Holzschuppen dann. Da habe ich dann unseren Grabungsschuppen, unseren, Moment, wie heißt der, Koroman, den habe ich dann hier mit rein, weil ich mir dachte, okay, dann haben wir zumindest hier zwei drin und die können dann auch wesentlich effektiver hier Rundholzstöcke und Brennholz produzieren. Ich habe das jetzt halt vom Rundholz mal ein bisschen runter, ich glaube, ich mache das jetzt halt mal noch so, weil wir haben genug Rundholz in der Scheune, also das auf jeden Fall. So, dann habe ich dekorationsmäßig hier noch einen Korb hergestellt mit einer Axt und habe hier noch ein Brett schräg hingesetzt. Was ich jetzt eigentlich noch machen wollte, das wollte ich schon, glaube ich, vor zwei, drei Folgen machen. Und zwar möchte ich hier auch eine Tür haben. So. Da brauche ich jetzt allerdings Bretter und ich glaube, ich habe keine Bretter mehr. Die habe ich schon alle verballert. Oder habe ich noch Bretter? Ach doch, ich habe sogar noch Bretter, okay. Nee, dann passt es ja. So, und dann habe ich mich heute mal noch an was anderem ausprobiert. Finde ich ganz gut. Kann man zumachen, ne? Brett wieder oben drauflegen, passt. So, hier habe ich noch ein bisschen Steine verklopft, dass der Zaun hier zumindest schon mal fertig war. Da brauche ich natürlich noch ganz viele Stöcke. Die habe ich aktuell nicht. Naja. So, dann habe ich mich dekorationsmäßig noch ein bisschen versucht. Und zwar, ihr seht es hier schon. Ich habe hier mal vier so Räder hergehangen. Und wenn ihr euch fragt, wie das geht, weil die rutschen ja nicht von selber wirklich runter, wenn ich da jetzt einen Speer reinhaue. Ich habe ganz einfach einen Pfeil hier reingeschossen, habe dann nacheinander die Räder auf den Pfeil gehängt und habe dann in die Lücke einfach einen hölzernen Speer reingejagt. Und als der Pfeil sich dann aufgelöst hat, weil die bleiben ja nicht bestehen, die Pfeile leider, sind dann halt einfach die Räder auf den Speer drauf gerutscht. Finde ich ganz nett. So, ich wollte allerdings hier oben drüber auch nochmal eine Ablage schaffen. Deswegen gehe ich jetzt halt auch nochmal auf den Speer und die kommt ein bisschen höher. Ich bin nur mal gespannt, ob das passt dann. Aber ich denke mal schon. Ich denke, das müsste gehen. Probieren wir. Nein. Nein, ich wollte nicht das Rad nehmen. Ah, verdammt. So, dann mache ich es eben so. Einmal gesprungen. Einmal ins Menü. Einmal Brett rausgeschmissen. Und dann passt es nämlich auch. So. Ist jetzt ein bisschen Abstand, aber ist egal. Ich glaube nicht, dass das Rad hier runterrutscht. Ich kann das einmal probieren. Nein, das glitscht hier oben dann rum. Das funktioniert nicht. Bisschen weiter weg noch. Ah, doch. So geht es dann schon. Aber es rutscht halt nicht runter, ist das Problem, ne? Also ich kann das auch nicht nach hinten schieben oder sowas. Etwas schade, aber okay. Es ist zumindest
dekomäßig schon ein bisschen was anderes. So, genauso könnte man es machen, wenn man jetzt sagt, ich möchte, dass die Räder in einem Weidenkorb zum Beispiel drin sind. Jetzt hoffe ich mal, dass der richtig landet. Tut er natürlich nicht. Ich muss ein bisschen näher ran. Das Problem ist nämlich immer, wenn ich zu nah dran bin, dann glitschen die Sachen in der Wand. Okay, so könnte es funktionieren. So, dann machen wir das mal so. Ich gehe mal ein bisschen in die Hocke. Weil das Problem ist nämlich, wenn ich ein Rad einfach so schmeiße, dann fällt es flach rein. So, jetzt probiere ich das mal, ob das hinhaut. Da ist wohl der Steinpfeil ein bisschen zu niedrig gewesen. Dann machen wir das jetzt einfach nochmal da. So, nochmal mit dem Rad. So. Ja, der ist immer noch ein bisschen zu niedrig, der Pfeil. Machen wir es halt da oben. Ist egal. Jetzt ist das Rad zu niedrig, ne? Ja. Naja, gut. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich ein bisschen näher rangehe. Es ist halt ein Gefummel, ne? Muss man echt sagen. So, dann schießen wir nochmal einen Pfeil. Ist egal. Dann müsste der auf jeden Fall passen. So viel zum Thema, ne? Vorführeffekt und sowas. Gerade vorhin hat es so super geklappt, ne? Moment, ich gehe ein bisschen hinter, vielleicht dann. Ja, jetzt. So, weil dann hängt das Rad nämlich sauber da dran. Ich weiß jetzt nicht, der wird wahrscheinlich nicht wirklich in dem Korb drin landen. Aber man kann natürlich auch, wenn man noch Räder hat, habe ich jetzt leider nicht. Aber ist ja auch kein Thema. Ich habe, glaube ich, noch Bretter einstecken. Also von daher kann ich da mal ganz schnell... Oh, machen wir halt noch die zwei, ist egal. Bretter kann ich mir jederzeit herstellen. Weil dann mache ich das mal. Und sollte das hinterste Rad im Grunde neben dem Korb landen oder hinter dem Korb landen, dann kann ich den ja einfach rausnehmen. So, naja, es braucht halt ein bisschen. Es sind, glaube ich, 10 Sekunden oder 8 Sekunden, ich weiß es jetzt nicht. Ist auch egal. Jetzt ist er jedenfalls fertig. Oh, es wird schon wieder Abend, ne? Aber ich lege mich auf jeden Fall dann zum Schlafen hin. Wobei wir natürlich dann auch einmal ein bisschen über die Laternen gehen könnten, halt dahin wolltest du. So, schauen wir mal, ob ich das jetzt schaffe mit den zwei noch. Nein. Nein. Ist ein bisschen gefummelt, aber das habe ich ja gesagt, das ist ein bisschen eine Geduldsarbeit. Okay, also die hängen jetzt halt eigentlich ganz schön. Wenn der Pfeil jetzt dann weg ist, da kommen wir dann später einfach nochmal her, sollten zumindest die zwei vorderen schön gerade in dem Korb landen und dann sich nach hinten lehnen, hoffe ich. Wenn nicht, dann ist blöd. Das Einzige, was ich jetzt halt noch machen könnte, ist zur Sicherheit. Habe ich noch? Nee, habe ich nicht mehr. Schade. Na gut, wir warten jetzt einfach mal, dass das ist. So, währenddessen hole ich schon mal das Material, was ich brauche für die Laterne. Wir brauchen auf jeden Fall mindestens 4 Leder für eine. Ich nehme jetzt halt mal 12 Stück mit. Wir brauchen... Waren das Leinenfäden oder Wollfäden? Ich glaube Wollfäden, ne? Wollfäden, glaube ich, brauchen wir auch 4 Stück. Wir brauchen Rundhölzer, aber jeweils nur 1. Und wir brauchen noch, jetzt muss ich doch einmal nachschauen. Ist egal. Warte mal, wo waren das? Wo war das? Das war, glaube ich, bei der Jagdhütte, oder? Nein, war es auch nicht. Oh, verdammt. Mine war's, hier. 2 Rundhölzer, okay, 2 Rundhölzer, 4 Leder, 8 Stöcke waren's, okay. Oje. Okay. 4 Rundhölzer, dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal 4. So, wir haben dann... 4 mal 4, 16. Dann
4x4, 16 und wir brauchen noch Stöcke. Kommt da nämlich gleich alles mit. Ich lasse bloß die Steine da. Und ja, das passt schon. So, weil jetzt ist es eigentlich ganz gut, wenn wir mit der Beleuchtung arbeiten, ne? Wie man sieht. So. Ich wollte gerne eine Laterne hier hinstellen. Bei der Scheune. Allerdings, nein, nicht nach hinten drehen, sondern nach vorne. Allerdings glaube ich, dass ich nicht so nah rankomme. Ich glaube, ich komme nicht so richtig nah an die Stufe ran, wegen dem Dach. Probieren wir es mal. Ja, das ist doch okay. Das ist doch gut. Die Fackel kann ich ja trotzdem lassen, ne? Kein Thema. Das passt auch. Dann könnten wir noch eine hier hin machen. Beim Nahrungslager. Jetzt muss ich das nur wieder drehen. So, ich hoffe, dass ich sehr nah rankomme, aber ich glaube es nicht. Na, ich bin schon wieder weiter weg, als ich eigentlich möchte. Aber okay, es ist in Ordnung. Es ist schön ausgeleuchtet auf jeden Fall. Ich hätte es auch drehen können, sodass die Laterne oberhalb der Tür ist, aber das ist okay. So, und eine noch hier beim Eingang, wobei ich gerne hier noch ein kleines Stück Mauer hinmachen möchte. Und ich hoffe, das geht. So in der Verlängerung so ein kleines bisschen. Aber es müsste eigentlich schon gehen. Ja, es passt. Steine habe ich, glaube ich... Nee, habe ich keine mehr einstecken. So, dann die Laterne. Die letzte quasi. Und die soll allerdings auch hier rein zeigen und nicht zum Weg hin. Der Weg, der bekommt dann eigene. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit ich das hier... Ich kann das, glaube ich, nicht so richtig reinmachen in diese Steinmauer. Ich bin schon wieder viel zu weit weg von dem Ganzen. Es ist halt ein Millimeter gefummelt, ne? Aber ich finde, es schaut wesentlich besser aus als vorher, wo dann einfach nur dieser Abstand war. So, schnappt ihr mal einen Hammer? Nein, ich habe keine Steine mehr. Aber Steine sollten wir jetzt eigentlich über den Tag gesammelt schon ein paar bekommen haben. Ja, doch. Passt. Warte mal, nehmen wir gleich mal... Kann ich 20 nehmen? Ja, auf jeden Fall kann ich 20 nehmen. Ich kann sogar mehr nehmen. Nehme ich nochmal 20. Und dann muss ich auch schon wieder essen und trinken. So, ja, das passt doch. Das schaut aus, als wäre es gewollt. So, hier soll dann natürlich ein Weg her. Allerdings möchte ich ja den Bereich des Biergartens auch ein bisschen umzäunen. Ich möchte eigentlich auch nicht, dass das wirklich mit der Scheune zusammenfällt. Jetzt muss ich mal schauen. Also wenn es jetzt zu dunkel ist, zu dunkel bleibt, da, ihr seht jetzt, ne, hier die Räder, die sind dann so ein bisschen reingefallen. Das passt mir sogar ganz gut. Das gefällt mir eigentlich sogar ganz gut. Das lasse ich so. So, ich würde sagen, wir haben hier einen kleinen Durchgang. Wir fangen mal hier beim Baum an. Wahrscheinlich kann ich nicht über den Baum drüber gehen. Ja, es ist schade. Ja, bei mir ist es jetzt auch zu dunkel. Wir legen uns dann lieber mal hin, aber ich würde sagen, ich esse mal schnell was. Wenn ich jetzt halt schon noch hier bin in der Nähe, ne, dann kann ich das ja gleich mal machen. Haben wir irgendwas Vollwertiges? Habe ich noch ein Brot da? Nee, ne? Ich glaube, das Fladenbrot ist schon weg. Oder ich schaue gerade drüber weg, ist aber egal. Ich nehme jetzt halt einfach mal hier ein paar Fleischis raus. Okay, das passt schon. Reingeschlotzt. Ja, wie im Real Life. Noch kann ich durchlaufen. Später nicht mehr.
So, aktuell nehme ich ja wirklich die Parts auf an dem Tag, wo sie auch ausgestrahlt werden, also sehr aktuell im Grunde. Manche anderen Sachen nehme ich natürlich auch wieder vorweg auf. Ja, da vorne ist es. Und es ist noch sehr dunkel, aber hier wird noch einiges kommen, was an Beleuchtung ist. So, ich lege mich hin. Blanka, kannst ja noch wach bleiben, ist mir egal. So, meinst du, Blanka, wir hätten schon die Möglichkeit für ein zweites Kind? Rambert, wie wäre es mit Brüderchen oder Schwesterchen? Ach, reicht das mal. Ne, ich warte auf den Winter, auf den Herbst, weil dann wird es ein Sommerkind. So, mal den Biergarten abstecken, ne? Der Biergarten sollte, also hier möchte ich auch einen Durchgang haben, der hinterführt an die Scheune. Allerdings möchte ich, naja, es gibt Hindernisse, ist schon klar. Allerdings möchte ich das hier so ein kleines bisschen noch, ups, morgen, ein bisschen separieren. Ich würde sagen, wir gehen ungefähr. Ab hier kann ich erst. Warte mal. Ich möchte so weit vor wie möglich. Ist halt mal ein bisschen und Abwechslung reinbringen, ne, in das Ganze. So, wir können. Ich würde sagen, wir gehen ungefähr bis zum Baum. Ungefähr bis zum Baum. So, dann können wir von hier aus. Das ist halt jetzt wieder die Sache, ne? Mit dem ineinander glitschen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Aber ich möchte dann zumindest noch bis dahin, würde ich sagen, so ungefähr beim Haus. Warte mal, was haben wir denn da? Bisschen umschauen. Ja. Das ist halt das Schöne an dem Ganzen. Hier habe ich, glaube ich, den Durchgang ja zugemacht. Das habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt. So, im Anschluss daran möchte ich allerdings dann nicht nochmal sowas haben, sondern das soll eine Steinmauer sein. Da ist jetzt natürlich die Frage, wie weit komme ich jetzt hier nach vorne zu dem Schild? Wahrscheinlich nicht so weit, ne? Na gut, man kann ja. Ich würde hier nämlich gerne anschließend dann nur so ein kleines Stück. So. Naja, ist ein bisschen krumm, aber ist egal. Da kann ich überall aufbauen, das ist gut. So, wir machen ungefähr, ich würde sagen, hier. Das müsste eigentlich dann. Warte mal, das machen wir bis daher, bevor die zweite anfängt. So. Dann kann man nämlich hier wunderbar am Baum hoffentlich noch vorbeikommen. Yes, es geht. Schön. Soll ich das vorziehen bis ans Haus? Nee, ne, lieber nicht. Ich mache das nur so, bis ungefähr Bienenstock. Dann kann man hier nämlich auch noch mal einen Durchgang machen. Oh, obwohl das natürlich schon recht gut durchläuft dann, ne? Wenn das erstmal fertig ist, dann sieht man das erst einmal, wie das dann ausschaut. So, wir machen hier in die Verlängerung noch so ein kleines Ding. Und dann, dass da eben noch mal so ein Durchgang ist. Und dann von da bis daran. Ich denke, das ist gut. Wir sind auf dem Hammer. Und wir sehen das Ganze jetzt auch mal ein bisschen. Der Abstand gefällt mir halt nicht, ne? Das ist wirklich was, wo ich sage, das ist unschön.
weit kommt man denn da hin? Höchstens, wenn ich dann von hier aus anfange. Soll denn nur so ein kleiner Durchgang sein? Ach, das ist echt blöd. Ja, aber auf jeden Fall besser. Auf jeden Fall besser. So, dann ist das hier so der Bereich von der Schmiede natürlich, ne? Da können wir dann im Grunde das Ressourcen- oder Vorratslager hinstellen. Von der Schmiede. Und das gehört eben dann hier zum Haus. Jetzt ist natürlich die Frage, schaffe ich es hier Obstbäume herzumachen? Ah, die Ausrichtung ist wieder so schräg, ne? Es ist so schade, ehrlich wahr. Es ist so schade. Weil du kriegst hier wieder so gut wie nix hin, ne? Okay, wir fangen mal da an mit dem Baum. Und zwar an der Ecke hoffentlich. Nein. Das ist schon echt bescheiden. Also das ist wirklich ein Punkt, der mir nicht gefällt. Weil der Baum an sich, wie viel Platz bräuchte denn der? Auf keinen Fall so viel, ne? Ja, aber ich kriege hier keinen Obstbaum mehr her. Und daran auch nicht. Ich denke, wenn die Ausrichtung eben in die Richtung wäre, dann wäre es auch kein Thema, dass ich hier noch einen Obstbaum herstelle, aber geht nicht. Schade. Jetzt könnte ich höchstens versuchen, ob ich da noch einen herstellen kann. Fangen wir mal da in der Ecke an. Schauen wir mal, wie es rausläuft. Nee. Es würde schon gehen. Ich müsste allerdings... Durch das, dass ich ja so weit hier rüberkomme... Okay, probieren wir es nochmal. Und zwar... Ich hoffe, ich dekoriere euch heute nicht wieder zu viel, aber... Ich mag das halt hier in dem Spiel. Trotzdem, also auch wenn es immer wieder... Warum geht denn das jetzt nicht? Wegen dem Dach oder wie? Also gut, können wir vergessen. Haut nicht hin. So, hier soll dann ein Weg nach hinten. Zur Scheune. So, der Weg, der haut halt immer gleich sehr viel von dem Gras weg, ne? Deswegen würde ich sagen, ich gehe mal ein bisschen weiter rein. Dann gehen wir hier direkt zwischen die Bäume. Aber wir kommen wahrscheinlich nicht bei den Bäumen vorbei, ne? Wir gehen mal hier direkt zwischen die Bäume. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Grün. Dann gucke ich mal, ob ich den Weg... Ich komm da nicht rein, ne? Ich komme dahin. Das wäre zumindest etwas. Schau ich mal, wo kann ich denn den Weg ansetzen? Da irgendwo. Echt ein Millimeter gefutzelt, ne? Aber ist okay. Moment, ich gehe ein bisschen mehr in die Richtung. Ja, das ist doch gut. Dann haben wir hier doch einen Weg durch. Ist doch super. So, wie gesagt, ich möchte ja das Ganze ein bisschen abgeschottet haben, ne? Also ein bisschen getrennt haben. Aber ob da noch ein... Da geht doch bestimmt noch ein Baum rein, oder? Ah, ich muss von der Ecke anfangen. Jo, es geht. Machen wir da mal noch einen. Na, was willst du denn? Da, Gebäude. Yes, das geht. Das geht, das geht. Das ist schön. Aber hier kommt keiner mehr hin, weil da das Haus steht, ne? Genau, macht mal ihr das. Ich habe nur leider kein Dingsensen da. Kein Baumsamen, aber ist egal.
So, dann möchte ich den Garten natürlich, den Biergarten, den möchte ich so ein kleines bisschen natürlich hier umzäunen auch. So, hier geht die Mauer. Ich würde sagen, wir fangen ein bisschen breiter, können wir den Eingang machen. Hier. Schauen wir mal, wie weit wir vorgehen können. So, jetzt muss ich nur wieder das hier anklitschen lassen. Auch wenn es ein bisschen versetzt ist, ist egal. Ist ja handgemauert, ne? Alles Handarbeit. So. Das wäre jetzt schon zu weit, aber macht nichts. Machen wir dahin. So, und hier soll dann. Na komm. Ja, gut. Es verschwinden zwar jetzt dann die Sträucher, aber ich kann es nicht ändern. So, das soll dann bis zum Baum gehen. Oh, das können wir sogar an den Baum ranmachen. Das ist gut. Also, wenn sowas klappt immer, da bin ich echt froh, ne? So, und da können wir. Ja, das ist halt wegen dem Baum, können wir nicht weiter, ne? Das gehört noch alles Scheune. Ich bin echt mal gespannt, was ihr sagt zu dem, was ich jetzt da mache. So, ich glaube, ich muss bei dir ein bisschen eher in die Richtung. Na komm. Oh, das ist so. Ist. Okay, das ist, denke ich mal, ganz gut. Und dann eben noch, könnte man hier eigentlich auch einen Durchgang lassen, dass man da nach hinten raus. Na, obwohl der Durchgang ist ja da, ne? Braucht man nicht. So, und jetzt halt hier wieder, zack. Und dann hoffentlich sehr nah an die Tür ran. Also wenn das kein großer Biergarten ist, dann weiß ich auch nicht. Oh Mann, wie lange mache ich denn schon wieder? Okay, das ist schon wieder eine halbe Stunde fast. Das ist Wahnsinn. Also ich brauche auf jeden Fall noch ganz viel Material. Die Tür gefällt mir nicht, weil die steht so weit weg. Die muss weg. Die muss wieder weg. Das muss dann eben ohne sein. Ist egal. So, hier passt eigentlich alles. Ich muss dann nur noch die Sachen ranklopfen. Wir können ja noch ein paar Baumstämme holen, dass wir mal den Zaun hier anfangen. So, was habe ich einstecken noch? Ich habe noch Bretter, Leder, Rundholz. Ich könnte sogar noch eine Laterne bauen, ne? Rein theoretisch. Aber nee, mache ich jetzt nicht. Ich tue mal die ganzen Sachen bis auf die Rundhölzer raus. Die Weizenkörner wollte ich eigentlich als Deko nehmen. Halt, Rundhölzer wolltest du mitnehmen. Wie viel geht noch vom Gewicht? 40, 42 Kilo. Ups. Sind halt sehr viele, ne? Nehmen wir mal 20 Stück mit, das geht. Da kann ich auf jeden Fall noch laufen. Hier macht sich auf jeden Fall dann auch eine Laterne ganz gut, denke ich mal. Ja, komm, holen wir nochmal. Nehmen wir jetzt einfach mal da einen Stapel weg. Dann geht es schneller und muss ich nicht an die Kiste. Und es müsste genau reichen, oder? Jawohl. Perfekt. Damit ist nämlich der Part hier auch ein bisschen zu. Ah, 8 Steine bräuchte ich da.
Ja, also dekorieren, da kann ich ewig. Wir brauchen natürlich, wie gesagt, noch sehr viel an Beleuchtung, ne? Auch hier Straßenlaternen. Ich hoffe, die kann ich gut stellen. Hier mache ich sie auf die rechte Seite, weil links einfach nicht mehr geht. So, ich zerfließe heute. Es ist sowas von warm hier. So, Steine nehmen wir doch da auch einmal. Nehmen wir mal 40 Stück mit. Ja, da mache ich noch mal einen Zaun davor. Da mache ich einen Zaun davor, der hier dann bis ans Haus überlappt. Da ist es, glaube ich, ganz gut mit dem Übergang. Ja, das ist auf jeden Fall gut. So. Das ist nicht so hundertprozentig das, was ich mir erhofft habe. Aber okay, was will man machen? Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Und der Biergarten passt auch. Da können wir dann anfangen, nämlich Bänke hinzustellen und sowas. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Da muss ich nur schauen, dass ich da vielleicht mal einen Weg mache, dass die Büsche verschwinden. Mal schauen. Mal schauen, wie wir es machen. Jedenfalls, ich hoffe, euch hat auch die Idee gefallen mit den Rädern, mit dem Hinhängen. Das hoffe ich sehr. Hier wollte ich im Grunde noch eine Sache machen. Mal schauen. Und zwar, Moment, zum einen soll da unten ein Korb hin. Ich habe jetzt noch einen großen Weidenkorb. Du stehst zu weit weg. Jetzt stehst du zu schräg. Ich weiß nicht, ob ihr da auch so verrückt seid. Das gefällt mir nicht. Ja, das ist schon besser. So, tun wir mal da ein bisschen Korn rein. Wäre natürlich schön, wenn das ein bisschen lockerer wäre, flockiger wäre und nicht so liegen würde, ne? Aber okay, ist halt einfach. Na, oh, verdammt. Ja, und das passiert mir dann doch immer wieder mal, ne, dass ich dann doch den Korb wegnehme. Okay, ist egal. Ich wollte auf jeden Fall hier einen Korb hinstellen und dann möchte ich mal das andere probieren. Da im Grunde ein, ich sag jetzt mal, Regal drüber machen. Oh, der war kaputt. So. Aber ich habe keine Bretter mehr einstecken. Ne? Hier dann Bretter draufgelegt und dann nochmal einen Korb. Dann hätte man im Grunde so etwas wie ein Regal. So, ich nehme euch aber wieder weg. Passt. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden. Die Felder werde ich noch irgendwann ändern, wenn ich es überhaupt ändere, weil es läuft ja, wie es läuft. Das ist, na, ich lege mehr Wert auf Dekoration und da denke ich, komme ich doch jetzt ganz gut voran. So, ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal für ein Like und vor allem für die Kommentare, die ihr mir da lasst. Es werden mittlerweile immer mehr Kommentare. Also seid mir nicht böse, wenn ich nicht auf jeden antworte, sondern wirklich vielleicht mal nur ein Herzchen da lasse. Also das heißt auf jeden Fall, ich habe es gelesen und ich freue mich auf jeden Fall riesig drüber. So, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.